Guten Tag, herzlich willkommen. Schön, erst Advent nochmal gewünscht. Auf Twitch zumindest und auf YouTube ja schon wieder, ne? Schon wieder weiter. Mittwoch, sagt Gigust. So, moin und danke fürs Reinschalten. Wir sind noch am Gerste anpflanzen. Feld Nummer 1 da drüben, Feld Nummer 2 hier, Feld Nummer 3 da hinten und irgendwo haben wir noch ein weiteres, ne? Da müssen wir bei den Arbeitsplan nochmal reingucken. 43, 44, ach 49, das zählt ja zusammen. Also 43, 49 ist ja ein Feld. Und danach sind wir schon fertig. Dann sind wir eigentlich im Dinkel. 67, 70, 71. 71, das wird noch nichts. Da sind noch fiese Steine drauf. Da müssen wir mal gucken. Was macht denn unser Steinesammler? Hier wollen wir noch pflügen. Wenn wir nicht nur uns um die Ansaat kümmern, wir haben noch ein paar andere Aufgaben. Ich weiß nicht, ob wir 58 schon mal gepflügt haben. Wieder. An die neuen Produktionen auch Weizen annehmen, ne? Och nö, wie ist das denn passiert? Ach so, das Tor, ne? Das Tor ist zu klein. Ey, Quatsch. Da sieht man's, ne? Ja, es ist unglücklich immer mit. Auf der einen Seite schön, wenn es automatisch funktioniert. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen blöd wieder. Weil jetzt natürlich wieder schließt. Der Trigger selbst aber zu klein ist. Wenn wir jetzt aber sagen, dass er langsamer fahren soll und zum Auffüllen er die ganze Strecke langsam fährt. Also da sehe ich jetzt keine andere Option, ehrlich gesagt, gerade. Außer das jetzt einmal aufzumachen. Aber dann wird sich das trotzdem, also für die nächste Runde müsste es funktionieren, aber für die Runde danach wieder nicht. Ne? Da müsste es irgendwie so einen pauschalen Stopp geben. Ja, hier klatscht er gerade Mist rein, perfekt. Was machen unsere drei Schafe hier? Habt ihr schon Milch produziert? 2600 Liter Schafsmilch. Wir haben halt im Schnitt zu junge Schafe, ne? Wir sind zu wenig alte Schafe. Oder ist halt bald voll. Auch mich nervt das so ein bisschen, das ist das, was wir auch im Multiplayer haben. Vielleicht mache ich das hier auch mal irgendwann, ziehe mal gerade Kante. Was heißt, wir bringen einfach mal alles, was da ist, zum Schlachter und kaufen dann 400 oder 300 neue in der gleichen Altersklasse eben. Ne? Denn das ist mittlerweile über Jahre hinweg, das finde ich ein Durcheinander, was die Altersklassen in den Ställen angeht. Das ist ja nicht mehr schön. Ich habe schon überlegt, ob ich noch minimal die Anzahl erhöhen sollte bei den Schafen und sowas, aber weiß noch nicht. Neun Minuten noch haben wir jetzt Zeit. Ja, der Steinesammler kann ja auch nicht sammeln, wenn hier die ganze Zeit Blockade ist. Und der Schuld schon. Der Tee, was?
Oh, ich meine, diese Halle ist ja recht lang. Ne, wir können auch die hier nehmen. Also hier kommt so Wender Schwadertechnik rein. Dann finde ich, brauchen wir noch ein bisschen mehr Vielfalt, ne? Von wegen, ah, heute nehmen wir den Klaas, morgen nehmen wir mal den, was auch immer. Da gibt es ja unterschiedliche. Gibt es auch noch eine mal größer theoretisch. Da hinten immer so schwankt, ich weiß es nicht, was das soll. So, schnell zum Hof und dann wollen wir endlich die Heuballen pressen. Das hat sich auch hingezogen. Weil hier der Futterungsroboter braucht dringend mal Nachschub. Sieht schon recht leer aus. Hallo. Verstehe ich nicht. Hallo, soll die Halle links umfahren, den Weg in der Halle gelb machen? Ach so. Die habe ich doch erst auf grün gemacht, die Kurse. Aber stimmt, also neben der Werkstatt praktisch, also Werkstatt einmal und daneben noch eine zweite Bahn machen, ne? Überholspur sozusagen. Jetzt verstehe ich, was ihr meint. Was soll jetzt eigentlich nicht am Steine sammeln nachher scheitern? Also hier müssen wir eigentlich noch einen zweiten Steine sammeln auf die 71 schicken. Die Mähwerke, die müssen wir auch noch mal rüberfahren. Hier ist die Quaderbeinpresse. Und das wenig so sein auf dem Hof hier bald. Zur Not haben wir da auch noch ein bisschen Dünger drin, glaube ich, in den Düngerstreuern. Viel nicht, aber ein bisschen. Wenn wir nachher noch 10.000 Dünger brauchen oder so, dann können wir daraus was nehmen. Legen Sie, dass Sie die Flüge und sowas dann da drüben alles reinpacken. Wir werden hier ja eigentlich nur noch eine Fahrzeughalle erstmal brauchen für Anhänger. Ja, alles da rechts rüber rein. Hier können auch der Flug und sowas mit rein. Da ist noch Grastechnik, die rüberkommt. Da können dann auch, was weiß ich, Baumsetzlingsgeschichten oder so können da noch mit rein. Haben wir schon mal was an Steine gesammelt auf der 71? Nö. Weiteres Knoppelschaden. Aktuelles Feldarbeit wieder im Fokus. Und die hat oben rum genervt in der Anzeige, wenn man mit der automatischen Ausbringmenge und so geguckt hat. Nein, nein, wir hätten leicht Sachen zu tun in den Produktionen, aber keine Zeit. Jetzt muss erstmal Getreide in den Boden.
Oktober ist auch nicht viel Zeit. Prost, ich glaube, Prost, liebe Leute. Nee, wenn wir das mal kurz mal angucken, ob es geht, ne? Guck mal, Schlachterei, Rinder, Düngerherstellung, Gärreste, Komposter Gras. Komposter Gras. Wäre auch zu schnell gewesen aus. Dann sind wir wieder schon bei den ganzen Flüssigkeiten. Separator braucht irgendwas. BA braucht Gülle. Pelletsfabrik braucht Heu. Ach ja, genau, dafür. Also wir haben eigentlich zwei Sachen, die wir direkt beliefern können mit dem frischen Heu, den wir gerade herstellen. Einmal die Pelletsfabrik, eine Ladung, und einmal Fütterungsroboter beim Rinderhof. Ansonsten sind wir ganz schön flüssigkeitslastig, was da alles gemacht werden muss. Mal gucken, was ist denn eigentlich? Gras haben wir ja doch, aber... Multisilo ist fast nix. Ballenlager, neue Halle. Das ist beim Rinderhof. Da ist auch so viel nichts drin. Ballenlager am Hof ist viel, viel Gras. Kann ich fast stehen. Oh. Den Schafschal noch mal kurz gucken. Wir sind 3000 Liter Schafsmilch. .512 von 600 Schafen. Der Miststreuer hat gerade seine zweite Ladung abgestreut, fährt jetzt wieder einen neuen Inselmist holen. Du bist fertig. Der hat mitgekriegt. Ja, schon mal gucken in unserem Plan. 67 könnte man machen und 70. 71 geht ja noch nicht. Ach ja, fängt er direkt an, ne? Eigentlich richtig eingestellt. Normalerweise müsste er gleich anfangen. Da fährst du nur im Kreis. Aber beim Schwan tatsächlich so um angefangen.
Bin da rausgerutscht oder was? Aber endlich am Heupressen. Hat ein bisschen länger gedauert auf dem Feld hier, ne? Gut, wie lange braucht er? Circa 22 Minuten. Zeit. Schafft er nicht. Wir sind fertig. Und wir haben noch gut Dünger über, ne? So macht es doch Spaß. Wird gut. Dünger. Dünger noch 57%, glaube ich, und Saatgut 53%. Gerste 1, Gerste 2. Ja, das kann man glaube ich noch kaufen, ne? Mit erntereifem Gras. Also hier können wir jetzt eigentlich auch nochmal mit zwei Sämaschinen arbeiten. Zwei. Ja, hä? Zwei auf. Lass mal den alten Kurs rausschmeißen. Das ist auch aber eigentlich. So, Fahrzeug auf dem Kurs 2, ein Vorgewende. Zum Meter. Das passt doch eigentlich, ne? 46, vorspeichern, Aussaat, F46, 2 mal 15 Meter, erster Wegpunkt, links 1, zu dem kommen wir gleich. Der steht hier noch rum. Na. Denn passt nicht. Was denn? Nö. Für. Ja. Ich nicht. Wer denn? Nee, ist ja egal. Ist doch nicht, ob der, musst du gucken, ob der gut ist oder ob der. Der ist aber im Wasserschuppen. Links an der Seite. Irgendwo. Ob der noch gut ist, weiß ich nicht. Oder ob der auch ein bisschen abgenutzt aussieht. Ja, würde ich mir vorher angucken, bevor man da irgendwas anbietet. Ja, dann wird das nix halt. So. Shelly mich da vorausgebracht. Ja, wo bin ich denn jetzt? 46 wollte ich, ne?
Erster Wegpunkt. Ab zu 46. Übergeben. Ein rechts. Da man alles einstellen muss, damit das funktioniert. Ach, zweite Ecke schafft er auch nicht. Spritze ist angekommen. Dass wir 67 schon mal gespritzt haben. Meter haben wir mal gespritzt. Ja, mit der Zeit ändert sich das halt, ne? Da muss man halt echt irgendwann mal aufräumen. Aber das kann man machen, wenn wir Langeweile haben. Das ist gerade nicht unbedingt der Fall. Einmal den kleinen Fan finden. Genau, er muss dringend anfangen, hier auf 71 Steine zu sammeln. Der andere kommt gleich noch dazu zum Steine sammeln. So, kurz mal anzeigen lassen. Erster Wegpunkt links 1. Und hier müssen wir aber wieder irgendwie gucken, dass wir das Zeugs loswerden zur Not, ne? So, dann können wir gleich im zweiten Steinesammler den rechts 1 geben. Der braucht 49 Minuten hier. So, und der braucht noch ein bisschen zum Ball einpressen. Das ist auch nur jede zweite Bahn erstmal. Ach, ich habe den auch noch auf. Ach komm, mit dem wären wir eigentlich schon ein bisschen weiter wahrscheinlich, wenn ich nicht nur auf 10 km/h fahren würde, ne? Na gut, Leute, kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, bis dann und tschüss.